Denn wir haben zuerst noch einen ganz besonderen Gast, ganz spontan hier hergekommen, nämlich es gibt in Deutschland mehrere Filmfestivals, wie Sie sich denken können, und drei davon, würde ich sagen, sind so die ganz großen, und der Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken, der gehört da dazu. Das ist Deutschlands führendes Nachwuchsfestival, und ja, die Festivalleiterin ist heute extra hierher gekommen, frisch aus dem Urlaub. Begrüßen Sie bitte Svenja Böttger. Willkommen in Silbern. Drüben ist eine Treppe, wenn du magst. Es gab schon Unfälle beim Aufstieg, ja. Aber sehr elegant gelöst. Svenja, es ist nicht so einfach, in diesen Zeiten Festival zu machen. Wie plant ihr das? Ja, wir hatten den Luxus, sage ich jetzt mal doch, dass wir im Januar sind, und wir sind neben der Berlinale das letzte Festival gewesen, was noch nahtlos funktioniert hat. Und für nächstes Jahr planen wir sehr viel. Wir schmeißen sehr viel davon in die Tonne. Du fängst wieder von vorne an. Das kenne ich irgendwoher. Ich meine, das ist halt, ich glaube, du warst ja auch so einer mit der Ersten, die wirklich kreativ wurden und gesagt haben, okay, erstes Mal, wir sagen nicht ab, scheiße, machen wir nicht. Wir machen das nicht. Nee. Und sich was Neues überlegen. Und ich glaube, daran liegt jetzt auch die Kunst zu zeigen, es muss was passieren, es muss auch was vor Ort passieren. Ohne vor Ort geht's nicht, und wie man es hinkriegt. Und was sagst du dazu? Montagabend? Das ist super. Also, Hammerbild, ne? Das ist ein Hammerbild, das sieht total schön aus, und einfach auch zu sehen, dass man über 4 Wochen jetzt das wirklich auch hochhält, sowohl mit Musik, mit Gesprächen. Kultur muss zusammenhalten. Und das war auch unser Anliegen. Eigentlich wollten wir ja mal eine Kooperation machen, auch zwischen unseren Festivals, denn wir sind natürlich über den ganzen Hunsrück verteilt. Und das ist nicht nur Rheinland-Pfalz, das ist auch das Saarland. Wadern ist eines unserer Festival-Kinos, direkt an der Grenze. Und ja, was hatten wir geplant? Was können wir das vielleicht stattdessen fortsetzen nächstes Jahr in irgendeiner Weise? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja geplant, dass wir in Wadern einen Film zusammen zeigen, der bei Ophüls auch lief, der auch zum Thema passt. Da du ja bei uns auch schon lange Jahre bist, kennst du dich auch bestens aus und kannst dir was wünschen. Also, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Also, man muss auch in den Regionen nicht nur zusammenhalten, sondern auch zusammen zeigen, dass es viel Filmkultur gibt, und man muss sie hochhalten und miteinander drüber reden. Gleich Autokino, ist das deine Premiere oder hast du schon mal geschaut? Tatsächlich war ich dieses Jahr zum ersten Mal im Autokino, und ich war einmal davor, das ist das zweite Mal. Yay, wir freuen uns sehr. Also viel Spaß heute Abend, einen großen Applaus, dass du extra hergekommen bist. Svenja Böttger, meine Damen und Herren, vom Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr. Vielen herzlichen Dank.